Also Leute, ich bin jetzt gerade auf dem Weg nach Südostasien, besser gesagt nach Bali, und ich bin jetzt gerade in München am Flughafen und warte jetzt noch auf meinen Flug. Eine Stunde Boarding und dann geht es erstmal nach Bangkok und dann nach Bali. Bin mal gespannt, was mich erwartet. Gelandet und ja, jetzt ist 6 Uhr morgens und ja, es ist schon 30 Grad und Luftfeuchtigkeit echt hoch. Ja, sehe jetzt auch nicht mehr ganz so frisch aus, aber ja, jetzt geht es dann in 3 Stunden gleich weiter und dann bin ich ja hoffentlich bald da und dann ja, schon mal ein bisschen hinlegen. So, jetzt endlich nach 19 Stunden bin ich jetzt endlich mal in Bali gelandet. Das war jetzt gerade voll der Stress noch mit dem, dass ich da jetzt Geld gekriegt habe und ewiges Gepäck nicht kommen. Und ja, jetzt muss ich mir ein Taxi mal suchen, dass ich mal zum Hostel komme. Und ja, mir läuft schon die zivische Runde. Mal schauen. Ja, Leute, jetzt bin ich wieder im Hostel und jetzt habe ich gerade einen Bankautomat gesucht. Ich bin so rumgesprungen. Der Verkehr ist so krass hier. Aber jetzt schaut mal, ich habe jetzt mal 100 Euro abgehoben und ist einfach das Portemonnaie so fett. Das ist so krass, wie viele Scheine da hast. Und ja, hier schwitzt wie die Sau, Luftfeuchtigkeit mega hoch. Ja, jetzt bin ich mal gespannt, jetzt heute Abend mache ich nichts mehr, jetzt chill ich nur noch hier im Hostel. Und morgen gehe ich dann mal Richtung Strand, mal schauen, was da dann abgeht. Jo, bis dann. I don't know. A wonderful good morning! So, jetzt habe ich ein bisschen gefrühstückt, ausgepennt im Hostel und ja, jetzt bin ich gerade, habe mich von so einem Uber an Kuta Beach fahren lassen, war sogar umsonst, hat das Hostel zahlt, war ganz cool und die sind alle voll nett hier, aber ja, jetzt muss ich mal schauen, ich war gerade schon am Strand, ja, ist halt ein Strand, ist schon ganz cool, aber es ist nicht oberspektakulär und ja, mal schauen, was ich jetzt heute noch so treibt. Das Wetter ist jetzt auch nicht so ganz überragend und ja, mal schauen, was mich noch so erwartet heute. Jetzt gelandet bin, natürlich in einem Shopping-Center, ja. Ja, da draußen am Strand, da wollen dir ständig irgendwelche Leute einfach irgendwelche Surf-Dinger andrehen und so, das richtige Nervig einfach nur, du läufst keine 5 mehr und lade dich wieder neuer an und so. Und jetzt, da ist auch mega die Luftfeuchtigkeit, deswegen habe ich gedacht, jetzt gehe ich mal in so ein Shopping-Center und schaue mir da mal ein bisschen mal durch und da ist es ein bisschen kühler. Aber schaut mal, das ist richtig schön hier eigentlich. Da ist auch gleich der Strand hier und ja, sieht ganz cool hier aus.
ja nur ein bisschen hin und her geschlendert und mit dem Taxi jetzt heimgefahren. Ja, Resümee, ja, Strand ist auch ganz schön eigentlich, aber das richtig Nervige ist halt, dass überall die will versuchen, irgendwie Bordkurse, Surfkurse anzudrehen und überall dir hinterherlatschen und so und irgendwas von dir wollen, ist richtig nervig, halt so richtig touristisch im negativen Sinne. Ansonsten, da gibt es, glaube ich, auch richtig schöne Hotels und die Shopping-Malls, wo es da halt eine nach der anderen, die sind schön klimatisiert. Das ist ja cool und so und ich habe gut Mittagessen in so einem kleinen Ding, aber ja, ist nichts weltüberragendes, muss ich schon sagen. Muss jetzt mal überlegen, wie es jetzt die nächsten Tage erstmal auch weitergeht. So, ja.